Biatke. Na dann. Der Husten ist immer noch nicht weg bei dir, Markus, hä? Ich huste halt öfter mal. So. Das wird jetzt eine interessante Runde, ne? So. Gleich mal beim Warten schon ein Scharfschützengewehr eingesammelt. So, dann gucken wir mal. Oh Gott, was ist das denn jetzt hier? Du hast jetzt mal nicht dabei. Das, was da oben hängt, kommt runter. Und das müssen wir ausweichen. Das ist das Mann. Das ist ein bisschen wie Vollgleich, wo ihr ständig alle gesagt habt. Und mich dann allein gelassen. Ja, die haben wir schon. Das Problem ist, dass die Ersten, die laufen, wissen, wo das Beste ist. Der Panzer gerade durch die Gegend gebrochen. Warte, jetzt kommt noch einer. Warte mal, die gehen aber schön alle weg von der Seite. Warte, kommt das entgegen. Da kommt aber noch einiges. Oh, oh. Ja, das war's. Ich bin runter. Mich hat's erwischt. Alter! Was ist das? Alter! Ich hab eine Tür berührt, aber Alter! Nee! Ich stehe immer noch! Okay, ich stand mal. Das war's. Jawoll! Ich denke mal, uns jetzt am Augen sehr viel besser als wir jetzt Renner. Ich bin über das Raketending gesprungen. Ja, den Panzer drüber gelaufen. Und dann kam ein Auto. Nee, bei mir war es irgendwie so ein komischer. Nee, bei mir hat es ein LKW im Vorbeigehen mitgenommen. Hat. Und da bin ich runtergefallen. Uns wird es jetzt aber auch nicht sehr viel besser gehen als Renner. Nee, aber die wissen jetzt, welches Fahrzeug sie als erstes runterschießen müssten. Wir haben einfach sinnlos draufgeballert. Das war wie die eine Runde, weißt du noch, Markus? Mhm. Wo du wirklich, wenn du am Ende bist, wenn du einen Panzer hast, kannst du eigentlich Selbstmord begehen. Ja. So, schauen wir mal. Was, wollen wir mit dem scheiß Billard Kill? Könnt ihr auch das vorstellen? Ich glaube, du und Kevin wisst schon, was man mit dem Billard Kill anstellen könnte. Na, ich mach aus dem Kevin Dauerlutscher, ne? So. Markus, springt! Oh! Ja. Oh! Das kam auf einmal auf mich zugeschossen, Alter! Wow! Wow! Alter Schwede! Sind wir hier alle tot oder was? Alter! Das die Zeug kriegt aber auf einmal eine Geschwindigkeit drauf, ey. Wenn die auf den Rädern landen, das Ding kommt auch zugeschossen. Alter Schwede, ich hatte gar keine Chance, denn erst bin ich ausgewichen, der andere kam an wie so ein Flugzeug. Also bei sowas ist die Zweierperspektive echt nice. Das Ding ist, wenn die gerade auf dich zukommen, geht das, aber wenn so ein Ding quer rollend runterkommt. Nee, bei mir kommt einfach nur angeflogen. Keine Chance. Einfach nur angeflogen. Weil Alter. Richtig ducken gibt's ja nicht. Du kannst dich ja, wenn der über dich drüber rollt, dich runterducken. Das geht ja auch nicht. Nee, bei mir kann man vor allem quer und geflogen, so einen halben Meter über den Boden, da hast du keine Chance. Aber die werden schnell, wenn die auf einmal auf den Rädern landen und dann runterfahren. Ich denke mal, das gewinnst du nicht, wenn du als Verteidiger, als Läufer. Musst du schon, musst du schon. Das war's. Der scheiß Bus da. Der hat uns beide erwischt, Kevin. Der Bus. Ich glaube, der hat uns beide erwischt, ja. Und Enrico läuft ganz gemütlich hoch. Soll ich was machen? Ja, Zeit. Alter. Nein.
Da kommt, die ganze Müllhalde entgegen. Die Reifen noch entgegen. Das Einzige, was ich negativ finde an der Map, ist, ich würde den Punkt, wo die Scharfschützen stehen, neben den Dings packen. Einfach, damit du sehen kannst auf der Map, wie weit die schon sind. Damit du vielleicht zeittechnisch korrigieren kannst, okay, jetzt schieße ich das runter, jetzt kommt ein Stück weiter, jetzt schieße ich noch eins runter. Du siehst ja gar nicht, man sieht ja gar nicht, wie weit ihr seid auf der Rampe. Das Geile ist, wir wissen jetzt auch gar nicht, wie es weitergeht, ne? Weil ja, wir können jetzt nichts mehr machen. Ihr habt verloren. Ja, nein, Junge, wenn alle Fahrzeuge weg sind, dann habt ihr verloren, weil das, ich glaube, das sollte eigentlich nur da sein, dass ihr müsst, glaube ich, Rico muss, glaube ich, schon da oben ankommen, oder? Na, oben stehen dann wieder Fahrzeuge. Wie oh, stell mal so um, oder wie ein Panzer steht, ja. Ja. Das ist klar. Ja, ich sehe sie. Schieß auf die Panzer! Das bringt dir nichts, Troll. Wie viel willst du da drauf schießen? Du siehst nur da Panzer. Hier, ganz hinten in der Ecke. Du siehst da links und rechts die blauen Rampen. Links und rechts. Dort kommt die hochgefahren und haben dann Panzer. Aha. Siehst du es? Ich sehe es bei Markus. Na ja, gut, könnte gut sein. Könnte aber auch sein, dass ein Heli dabei ist oder so. Nee, also ich sehe jetzt schon mal Waffen. Raketenwerfer und sowas sehe ich. Auf der Map. Stimmt, das sind Raketenwerfer da unten, ne? Das kann natürlich auch sein, dass da Raketenwerfer hinkommen. Ja, Raketenwerfer sehen wir auch auf der Karte. Alter, wir sind so am Arsch. Und ich schreck das Buch rennen, ne? Markus macht das mal YouTube-Werbung. Was macht der? Okay, also hier gibt's einige an Sachen. Na, was Kevin, wissen wir ja schon. Wenn Panzer da sind, nehme ich halt die Panzer. Hm. Ah, scheiße, ich hab ihn gesehen! So wie ich dich gesehen habe, Enrico, so hast du mich gerade getroffen. Ich wollte auch gerade einen Headshot machen. Nein, ich schieße ganz einfach jemand. Ach, das ist okay, dann ist es doch nicht so unfair wie sein. Nein! Sonst. Ja, ich habe alle ausgesniped. Ja, sehr schön. Einfach der Beste. Ja, aber ich finde Snipen Sniper gegen Sniper fairer, als wenn dann sich einer in den Panzer setzt und sagt, bin ich geil. Ja, ich wollte Fairplay. Ich hätte auch mit Granatwerfer kommen können. Mhm. Lügen Minigun, Granatwerfer, Raketenwerfer, Sniper und zwei Panzer. Ich muss was sagen, Enrico wird gemacht. Ich finde es besser, wenn da am Ende einfach nur Sniper liegen würden und dann hätte man Sniper gegen Sniper. Ist am fairsten. Gerade Johnny guckt mich an, zack, boom, Headshot. Sven schießt auf mich, boom, hätte. Nur Markus, ich hab dir die Wand geschossen. Ja, nee, ich hätte dich auch fast gehabt, aber ich hab dich ja gesehen, wie du an der Ecke standest und du standest still. Und ich will gerade auf deinen Kopf ziehen, da bist du hinter der Ecke verschwunden. Weil ich Mann. Dich gesucht hab, dann hab ich dich gesehen, dachte ich so, fuck. Na, ich hab gedacht, aber so, mit meinem grünen Anzug neben der Wand falle ich vielleicht nicht. Schön. Oh, geil. Ach, sind wir doch mal ehrlich, beim Snipen macht den Rico so schnell keiner was vor. Mhm. Moment, ich erinnere an das letzte Mal. Ne? Ja, ich wollte schon sagen, also. Wo ich Enrico das direkt Headshot, Alter. Die war mal. Ja, toll. Ja, gut, sag mal. Scheiße, ich stehe hinter und boom. Sag mal, im Normalfall macht den Rico keiner was beim Snipen vor. Das hieß nicht gleich alles. Wisst ihr, wie ich dann hochgelatscht bin? Mhm. Oh, der eine flippt schon wieder. Oh, Alter, der Monster flippt. Fuck. Oh. Das war's. Oh. Oh! Nein! Ich war fast oben, Alter, und dann kommt noch ein Panzer und erwischt mich. Ah. Also einer noch. Es lief das so gut. Meine Blutflecken? Oh. Es war einer von vielen. Einer von Johnny, vielen. Johnny, der noch lebt? Johnny, löst deiner Bruder, zeig was.
Lauf, Schlampe, lauf. Ey, geh mal ans Telefon. Ich stell mir gerade bei Johnny vor, so wie Dewey von Scary Movie, so, oh, der lebt noch, der, weißt du, der, wo keiner erwartet, dass er noch lebt, was, der lebt noch, der läuft noch. Ach ja, ich bin noch am Leben. Genau. Ich kenne das eigentlich nur mit dem Angler am Anfang, wo der dann meinte, so, keine Sorge, ich gehe schon weiter, ich sag auch nichts und so. Johnny, wie gesagt, dein Rico ist guter Sniper, ne? Mhm. Aber du musst die Runde gewinnen, egal wie. Mach den Onkel stolz. Onkel, Junge. Von deiner Tochter, der Onkel? Ja. Du musst eigentlich nur rechts und links im Auge behalten. Und ich glaube, er wird den Panzer nehmen, das ist ein wilder Arsch. Na, der Onkel, der dich früher immer so lieb hatte. Ich glaube so, Alter. Also. Aber Johnny macht keinen Fairplay auf jeden Fall. Ja, der geht auf Panzer. Und jetzt fällt er runter. Digga, ich fang hier mal zum Fliegen, Junge, wackelt alles. Also, ich kann jetzt einfach 3 Minuten was bewegen. Scheiße, du kannst ihn aber töten. Du musst ihm rechts der Kanone, das ist ein kleines Fenster, da musst du rein. Ich hab dem ungefähr ein Viertel von den Schaden weggenommen. Also quasi rechts in der Kanone. Du bist tot! Stimmt. Das war jetzt Mist. Anfeuern ja, aber Tipps geben nee. Nee, alles gut, stimmt, hast recht. Mein Fehler. Ich sehe kein Fenster. Egal. Ich sag nichts dazu, alles gut. Aber man muss auch sagen, ich glaube, man sieht die anderen gar nicht im Panzer von hier aus, hä? Johnny schießt nämlich nur sehr wahllos auf die Plattform. Oder Johnny, du siehst die da drüben gar nicht, ja? Nicht möglich, nein. Das ist die zu weit weg. Einfach drauf und gib ihm. Nee, Johnny, wir haben nämlich diese Regel, wenn einer tot ist, darf er keine Tipps mehr geben. Ah. So. Meins ja. Alles gut. Ja. Johnny, Respekt. 3 Kills. Das war. Hier, wir warten einfach, bis wir eine Weile hochgelaufen sind und dann gehen wir schmeißen alles runter, was da ist. Na, vor allem nicht alles auf einmal. Wir sollten uns lieber ein wenig beherrschen. Nee, erstmal eine Weile laufen lassen, so eine Minute lang. Und kurz bevor sie oben sind, fangen wir an, das Zeug runterzuballern. Merkt ihr was? Sven will es eine Weile laufen lassen. Das geht da. Das laufen die. Warm die Beine runter. Nee, Alter. Aber warum wird bei uns eigentlich immer pervers? Es ist warm und schleimig. Weil wir dich haben, es wäre ganz einfach. So, ja, jetzt wirklich mal nicht, ne? So. Ach komm, worauf warten? Nein, Johnny, noch nie. Da ist schon was explodiert. Ah, da kommt Panzer geflogen. Ja, da kommt voll der Panzer angeflippt. Oh, tschüss. Ja. Das war's. Ich hatte dich auf. Ich hatte den scheiß Reifen von dem Fahrer gekriegt. Ich hab dich getötet. Das fliegt Panzer. Boah, Alter. Mich hat aber der Reifen erwischt von dem Panzer, von dem LKW, der da runterkam. Alter, war das knapp! Ich war hier gerade knapp die LKWs hier aus. Nein. Das war's. Aber ich wurde vom Bus überfahren. Sehr schön, Jungs, sehr schön. Gutes Ding. Kann das? Keine Ahnung.
Ich finde am fiesesten ist das Fahrzeug, was quer kommt mit Emo. Die Runde davor, da war ein Monster Truck, der hat sich so durch die Luft gewirbelt, Alter. Da kriegst du erstmal ganz. Da wird der ganz anders, wenn das Ding da so fies so gestoßen kommt. Der hättest du halt gerade bei mir sehen müssen mit zwei LKW, ey. Ich in der Ecke, weil, so knapp immer über meinem Kopf vorbei. Weil der Monster Truck, der hat ja noch so Federn. Und wenn der auf die Räder aufkommt, dann kriegt der erst recht Schwung. Wenn der sich so zusammenpresst, die Feder. Aber Markus, keine schlechte Liste bisher. Kommt ja noch ein bisschen was auf uns zu. Oh, Alter! What the fuck? Wow! Hä? Und die gehen jetzt schon alle runter. Hä? Was denn das für ein Schrott? Hä? Wir sind gerade erst gestartet, da kamen die schon auf uns zugeflogen. Was denn das für ein Schrott? Wir haben doch gar nicht geschossen. Ne, wir hatten noch immer wirklich einen Panzer. Ich habe mit Morris den selben erwischt. Okay. Was? Ich wirklich? Also wir haben auch wirklich noch nicht geschossen, Es wurde freigegeben, ich gucke nach oben, da kommt schon alles auf mich zugerollt. Was ist das für ein Müll? Yes, ja, hier war auch alles weg fast, Alter. Aus dem nicht. Da ist ja was explodiert, aber das hatten wir eben gerade auch. Auch der LKW kann man schön langsam, Johnny. Na, komm mal, jetzt noch 2 Minuten hier warten, Alter. Der LKW, ja, der Tscherneburg. Wieder eine Monster-Schock den anderen anschiebt. Nee, aber ich glaube, ich hatte der gleiche Panzer erwischt wie mich. Ja, du konntest ja nicht machen, das kam ja, das war ja schon praktisch vor mir, als ich gestartet bin. So ein Rotz. Wirklich, ich habe die Kamera. Du startest ja, siehst ja erstmal nur die Rampe. Ich gehe die Kamera nach oben, da kommt schon alles auf mich zugeschossen. Schon halbe Strecke unten, was willst du denn da machen? Da kannst du ja nicht mehr ausweichen. Ich wollte Johnny gerade einen Tipp geben, aber ich kann nie. Bist ja tot. Ich bin schon wieder tot. Wie gesagt, rechts hinter der Kanone ist ein kleines Fenster und da einfach reinschießen. Das dürfte auch den Fahrerschaden einmal ziehen. Quasi, wo dann der Gamertag ist. Oh. Der erste Schuss. Ja, ich stand ein bisschen zu weit vorne, glaube ich, hab nicht gesehen. Da war Baby weg, ey. Komm mal rein. Matschgewinner. Wir kriegen heute gar nicht auf die Reihe hier. Ja, aber das gerade war ja auch, das war ja eine Schwachsinnsrunde, das war ja Bullshit. So. Für euch und für euch und für uns. Ja, aber das war ja praktisch, das hat ja gar nichts mit dem Wettbewerb zu tun. Weder haben die auf irgendwas geschossen, noch konnten wir irgendwie was wirklich machen. Das war ja Quatsch. Doch, wir konnten Johnny zugucken. Genau, ihr konntet mir zugucken. Johnny war's. Johnny Katsching! Auch Malik wieder, hä? Ja. Baby, deine Runde. Ich weiß jetzt aber nie, was der Sinn ist. Wortkopf, Schiffsauerflug, Öl, Burgerschaft, schieß mich durch.